die Zelda-Spiele, in denen Link viel zu oft existiert. Nein, also wirklich, was sollen diese Spiele, wo es Link gibt und Link gibt und Link gibt und Link gibt? In der Zelda-Reihe gibt es diverse Spiele, in denen man viele Links steuert, und das sind nicht einfach irgendwelche Party-Games, irgendwelche Spin-Offs, die keine Relevanz haben. Das sind richtige Spiele der Hauptreihe, die storytechnisch sogar einiges zur Zelda-Lore beitragen. Es ist genauso weird, wie es klingt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Four Swords noch nie gespielt. Ich habe eigentlich fast alle Teile gespielt, aber Four Swords kam ich nicht dazu. Vielleicht, weil ich keine Freunde habe. Aber irgendwie auch cool, weshalb ich gerne mit euch über diese Spiele rede, über die leider viel zu wenig Leute reden. Es sind 3 an der Zahl, also lasst uns am besten keine Zeit verschwenden. Let's go. Zelda A Link to the Past ist ein ziemlich monumentales Spiel gewesen. Es gibt keinen perfekteren Ort, um das Spiel raufzuporten, als den GBA. Ab 2003 standen uns mit Zelda A Link to the Past für den Game Boy Advance Türen offen, die uns als Menschheit vorher verwehrt blieben, aber wichtiger ist das Spiel, mit dem es zusammen gebundelt war. The Legend of Zelda Four Swords. Warte mal, hat er gerade Four Swords gesagt? Legend of Zelda Four Swords. Ulti... Kann ich dir irgendwie helfen, oder? Ich weiß nicht, wieso diese Entscheidung getroffen wurde, aber dieses Bonus-Game spielt timeline-technisch einfach direkt vor den Events von Ocarina of Time. Ihr wisst schon, das super wichtige Game für die gesamte Reihe, die die Timeline buchstäblich in 3 Teile splittet. Mhm. Ist dieses Spiel wirklich wichtig genug, um diese Rolle zu erfüllen? Oh. Es gab irgendwie übertrieben viele Leute, die sich darüber abgefuckt haben, dass es dann in 3 Timelines gesplittet wird. Aber ich persönlich fand das von Anfang an eigentlich cool. Ich fand, das war eine gute Idee. Auf keinen Fall. Macht es trotzdem Spaß? Auf keinen Fall. Beim ersten Four Swords Game fühlte sich halt ein wenig an wie nur ein kleines Goodie, das mit The Link to the Past dazu gebundelt wurde, was eventuell daran liegt, dass es nur ein kleines Goodie war, das mit The Link to the Past dazu gebundelt wurde. Es geht um den bösen Magier Fati, der am Schwert der Vier versiegelt war, dort ausbricht und Zelda eiskalt entführt, um sie zu heiraten. Nun nimmt Link dieses Schwert der Vier an sich, um ihn aufzuhalten, und teilt sich dabei in 4 separate Links. Hier kommt das Gimmick ins Spiel. Ich glaube, ich habe das Spiel schon mal angespielt, aber nicht wirklich gezockt. Es gibt 4 Links und dementsprechend ist das Spiel auch für 4 Spieler. Bist du sauer, dass Breath of the Wild 2 nicht mal dieses Jahr kommt? Am Anfang so ein bisschen, aber andererseits, also ich lieber warte ich länger auf ein Spiel, was dann gut wird, als mich über ein gerushtes Spiel zu freuen, was dann am Ende des Tages nicht so gut ist. Konzipiert. Man kann das Spiel auch zu zweit oder zu dritt spielen, aber alleine ist nicht erlaubt. Wenn du keine Freunde hast, dann ist das Game also garantiert nichts für dich. Es wird ziemlich simpel gehalten. Man muss Rätsel lösen, indem man zusammenarbeitet und miteinander interagiert, um am Ende Zelda halt retten zu können. Wirklich lang Zelda, dauert das Bright nicht. So in 2 Stündchen hat man das Game im Durchschnitt bereits durch. Mit Freunden kann das Spiel aber schon durchaus Spaß machen. Überhaupt zum Spielen kommen ist hier eher die Challenge. Um Zelda Four Swords wirklich spielen zu können, brauchst du ein GBA und alle deine Freunde auch. Achso, okay. Ich dachte, man braucht einfach allgemein Freunde. Braucht jeder die Cartridge und man braucht auch die Verbindungskabel und seine Guck mal, die Sache ist, das alles brauchst du, um das Ganze zu 4 zu spielen. Das ist schon ziemlich abfuck. Ne? Du brauchst 3 weitere Freunde, die müssen alle die GBA haben, die müssen alle das Spiel haben und ihr braucht dieses komische Kabel, was man sich nirgendwo kaufen kann. Systeme miteinander zu verkoppeln. Allein das alles aufzutreiben ist wohl ziemlich pain und ich kenne niemanden, der das Spiel auf originaler Hardware gespielt hat. Nee, die, alles über die das haben, sind hier die wahren Könige. Ich habe das über Emulatoren gespielt. Zum Glück gab es 2011 ein Re-Release für den Nintendo DS, das auf jeden Fall zugänglicher war. Man könne bei einem solchen Konzept wie Four Swords meinen, dass es nur eine Eintagsfliege war, einfach ein kleines Game für nebenbei, aber nein. 2004 erschien Four Swords Adventures für den GameCube, ein komplett ausgefleischtes und alleinstehendes Spiel mit demselben Konzept. Das ist cool, aber es wurde die fragwürdige Entscheidung getroffen, das Game so aussehen zu lassen. Es sieht nicht wirklich aus wie ein GameCube-Spiel, es hat diesen alten Pixel-Look, was auf jeden Fall... Wisst ihr, woran... Also wie das so ein bisschen aussieht. Also ich finde das irgendwie komisch, dass du 4 Spieler gleichzeitig spielst. Und wer von euch hat Mario 3D World gespielt? Für die Wii U. Als Power-Up gab es unter anderem die Kirsche. Ich glaube, das war eine Kirsche. Und wenn Mario die Kirsche eingesammelt hat, waren es auf einmal 2 Marios. Oder Luigi oder wer auch immer, mit wem auch immer du gespielt hast. Und dann waren da sozusagen, also wenn du Mario warst und du hast die Kirsche eingesammelt, waren da so 2 Marios nebeneinander. Aber die haben exakt das gemacht, was du steuerst, ne? Und je mehr Kirschen du eingesammelt hast, desto mehr Marius wurden es, ne? Und dann sah das eigentlich genauso aus wie dieses Spiel hier. Das Game so aussehen zu lassen. Und wieso hatest du denn schon wieder die Wii U? Stopp. Ich hate nie die Wii U. Nie. Ich bin immer der Typ, der sagt, die Wii U ist underrated. Die Wii U war eine geile Konsole, aber leider
besaßen wenige die Wii U, weil sie dachten, das sei keine eigenständige Konsole. Aber die Wii U war eine Banger-Konsole. Es sieht nicht wirklich aus wie ein GameCube-Spiel. Es hat diesen alten Pixel-Look, was auf jeden Fall Charme hat, aber natürlich ein bisschen Arsch im Vergleich zu den anderen Zelda-Teilen des Systems wirkt. Das fanden auch die Konsumenten, denn Four Swords Adventures ist das unerfolgreichste Zelda-Game aller Zeiten. Es hat sich nicht mal 1 Million... Boah, es hat sich nicht mal 1 Million Mal verkauft. Das ist schon ziemlich bitter. Nicht mal 1 Million. Oh mein Gott. Und mal verkauft. So kacke ist das Game nun auch wieder nicht. Wirklich nicht. Ich meine, man kann es diesmal sogar im Singleplayer spielen, was ein Schritt ist, den ich auf jeden Fall gut finde. Nicht jeder hat Freunde oder Bock, wieder so einen Aufriss zu starten, denn der Multiplayer ist auch hier wieder relativ umständlich. Der GameCube hat 4 Controller-Slots. Man könnte hier seine Controller anschließen und zusammenspielen. Aber nein. Oder jeder Spieler muss ein Game Boy Advance an die Konsole anschließen, um spielen zu können. What the fuck? War das wirklich so? Wii U-Besitzer haben zwar nur wenige Games, jedoch mit sehr viel Qualität. Es geht, also es gab Mario Kart 8. Guck mal, die Sache ist, die meisten Spiele wurden einfach geportet auf der Switch und waren dann erfolgreicher auf der Switch. 3D World zum Beispiel war ein absolutes Banger-Game für die Wii U. Mario Kart 8 ist ein absolutes Banger-Game. Breath of the Wild ist ja auch sozusagen ursprünglich ein Wii U-Spiel, ist ein absolutes Banger-Game. Was gab es noch? Nintendo Land wäre übertrieben geil. Game & Wario hat übertrieben Spaß gemacht. Die Mario Party-Spiele, geht so. Also, die Wii U war schon geil. Genau, das erste Mario Maker kam für die Wii U raus. Es gab Splatoon, also hatte sein Debüt auf der Wii U. Bayonetta gab es, Pikmin 3. Es gab so geile Wii U-Games. Also, absolut underrated, diese Konsole. Xenoblade Chronicles X war das Beste für die Wii U. Das habe ich leider nicht gespielt. Toad Treasure Tracker habe ich auch nicht gespielt. Genau, es gab New Super Mario Bros. U. für die Wii U und genau, die haben Twilight Princess HD und Wind Waker HD für die Wii U rausgebracht. Das war auch eine gute Entscheidung. Also es war eine sehr geile Konsole. Super schade, dass sie so wenige besaßen. Bro, zugegebenermaßen ist es, wenn man es gemacht hat, aber ziemlich cool gelöst. Jeder Spieler hat halt seinen Screen dann auf dem GBA, aber ja, sehr umständlich. Das Spiel an sich ist dafür aber viel umfangreicher. Zelda-untypisch gibt es hier verschiedene Welten mit einzelnen Leveln, die man betreten kann. Was jetzt erstmal ein wenig abschreckend klingt, hat mich nicht wirklich gestört, da jedes Level eine kleine eigene Story zu bieten hat und viele davon wirklich charmant sind. Die Overall-Story ist übrigens nicht viel anders als beim originalen Four Swords. Vati kommt, Schwert der Vier, Vati in Wirklichkeit Ganon und dann versiegeln wir ihn. Ja. Ich bin ehrlich, Four Swords Adventures ist jetzt kein monumentales Meisterwerk, aber auf jeden Fall ganz nett. Es verdient nicht am Boden zu sein. Aber ja, es war so erfolgslos, dass es wohl nie... Ich finde aber, das sieht schon aus wie so ein Game, was irgendwie wie so ein langweiliges Spin-Off aussieht. Ich weiß, ich sehe so dieses Cover und denke mir, nee, juckt mich nicht. Also es sieht überhaupt nicht episch aus, es sieht irgendwie so nach so einem langweiligen Spin-Off aus. Man denkt automatisch, man braucht irgendwie irgendwelche Geräte, die man nicht besitzt, um dieses Game vernünftig zu spielen. Nie wieder, holy shit. 2015 kam Triforce Heroes für den 3DS raus und es wird von vielen Toplisten als das schlechteste Zelda-Spiel aller Zeiten gehandelt. Was ist denn das? Aber das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Triforce Heroes, was ist denn das? Ich dachte, ich kenne mich aus mit Zelda. Ist das Spiel wirklich so schlecht? Naja, ich sag mal so. Dieses Spiel spielt nicht in Hyrule, sondern in Textilia, wo sich alles um Mode dreht. Die Prinzessin heißt hier nicht Zelda, sondern Rischlinde. Sie wird von der Hexe aus dem Lumpenland verflucht, sodass sie... Der Lumpenland, du Lump! Also ich habe das Gefühl, bei dem Spiel haben die einfach nur Fax gegeben. Die dachten sich, okay, also Four Swords lief sowieso nicht gut, deswegen gehen wir jetzt einfach Fax und machen, was wir wollen. Das war der Plan. Lumpenland verflucht, sodass sie keine hübschen Kleider mehr tragen kann. Das ist großartig. Die Story ist schon irgendwie charmant. Das Spiel nimmt sich halt null ernst und genauso sollte man das Spiel auch nicht ernst nehmen. Eine gravierende Änderung zu den anderen Spielen ist, dass es hier nur noch 3 Links gibt. Der vierte wurde einfach elendig gecuttet. Man muss hier ebenso Rätsel gemeinsam mit den anderen Spielern lösen und hierfür gibt es interessante Mechanics wie der Totem. Man konnte sich aufeinander stapeln und andere Areale... Warum sieht das so übertrieben gruselig aus, Alter? Was ist denn dieser Totem-Link? Das gibt mir so ein bisschen... Alter, guckt euch das mal an. Guckt euch dieses Gesicht an. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das hier oben rechts, das sieht ein bisschen aus wie dieser Animal Crossing Gyroids. Ach du Kacke, Alter.
konnte sich aufeinander stapeln und andere Areale erkunden. Wurde man allerdings von einem anderen Spieler aufgepickt, konnte man nicht eigenständig wieder runter. Ist man oben auf dem Totem, ist man ein Sklave dieses Totems, bis der untere Spieler sich anders entscheidet. Keine Ahnung, warum das so gemacht wurde, wahrscheinlich um Trolls dazu zu zwingen, mit ihm zu arbeiten, denn man konnte das Spiel tatsächlich auch online mit Random spielen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Allgemein ist der Multiplayer hier endlich nicht mehr komplett kompliziert, man konnte einfach easy Textilia unsicher machen. Würde ich es in meiner Freizeit spielen? Wenn man es mit den richtigen Leuten spielt, kann es schon Spaß machen, aber man muss es halt wirklich mit den richtigen Leuten spielen. Dennoch kann ich nicht abstreiten, dass ich den bloßen Gedanken einer Zelda-Multiplayer-Reihe wirklich super finde. Aber auch hier, ne? Also ich sehe dieses Cover und denke mir, ne, Digga. Einfach nee. Finde. Eventuell könnten die Spiele noch ein bisschen ausgereifter und umfangreicher sein, aber allein der Fakt, dass diese Spiele existieren, macht mich irgendwie glücklich. In Vergessenheit geraten dürfen sie auf keinen Fall. Warte mal, dass diese Spiele existieren, macht mich irgendwie glücklich? Warum macht dich das glücklich? Aber gutes Video auf jeden Fall. Wie gesagt, das dritte Zelda-Spiel, ich wusste nicht mal, dass es existiert. Absolut wild. Absolut wild.